Wir sind hier am Neckar, genau an der Schäferhauser Straße in Wendlingen. Und wir sind zur Person im Wasser gerufen worden. Wir haben als erstes, ist es so, bei uns wird ein Feuerwehrkamerad rüstet sich mit einem Rettungsanzug aus, der wo dann gegebenenfalls auch in den Neckar reinspringen kann, wenn es die Strömung zulässt. Und haben auch mit Booten sind wir gleich an den Neckar gefahren und haben dann weiter erstmal gesucht, ob wir die Person von außen sehen. Ja, die LRG war gleich mit uns alarmiert, waren dann auch schnell vor Ort. Dann haben wir eine Absprache mit denen, die Abstimmung getroffen für den weiteren Einsatz. Die haben dann den Wassereinsatz sozusagen geführt. Wir haben an den Ufern die Suche intensiver durchgeführt mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Die Feuerwehr Wernau hat auf Höhe des dortigen Eisstadions Posten bezogen, hat von der Brücke aus mit der Wärmebildkamera den Neckar abgesucht. Nein, das ist nicht einfach. Erstens, man sieht es ja, es ist mittlerweile dunkel. Der Neckar ist ja nicht so ganz sehr gut zugänglich. Es ist gefährlich auch für die Einsatzkräfte, die wo am Neckar entlang sind, brauchen Rettungswesten. Und eigentlich steht man auch unter Druck, weil man ja weiß, okay, wenn da eine Person drin ist, der kann ja auch nicht stundenlang dort überleben. Ja, wir haben ja leider öfter so Einsätze, gerade am Neckar, da wo durch Kanufahrer oder so Gefahrensituationen heraufbeschworen werden. Vor ein paar Wochen hat man ein Schlauchboot auf dem Neckar mit 3 Personen. Ja, das sind eigentlich Einsätze, die wo nicht so schön sind. Es ist Gott sei Dank bis jetzt niemand zu Schaden gekommen. Also die Rettungshundestaffeln, wo alarmiert wurden, sind 15 Teams vor Ort. Die suchen jetzt noch, weil man eine eventuelle Ausstiegsstelle gefunden hat mit Spuren, hat man sich dazu entschlossen, Rettungshundestaffeln zu alarmieren, die wo dann auch den Umkreis abgesucht haben. Die machen jetzt noch Richtung Hüttensee die Suche noch durch. Die DLRG und die Feuerwehr haben ihren Einsatz abgeschlossen, erfolglos. Die Feuerwehr Wernau rückt auch ein und die Rettungshundestaffeln, wenn die dementsprechend durch sind, werden die auch einrücken. Zusätzlich zum Rettungsdienst waren auch die Wasserrettung und Rettungshundestaffeln im Einsatz. Die Rettungshundestaffeln haben den Uferbereich abgesucht und auch die DLRG hat mit Strömungsrettern und mehreren Booten den Uferbereich und das Wasser zwischen Wendlingen und Plochingen komplett abgesucht. Momentan werden noch hier die möglichen Einstiegsbereiche von den Rettungshunden abgesucht. Die Suche hier in den umliegenden Wohngebieten, die durch die Feuerwehr durchgeführt wurde, wurden bereits eingestellt. Und wenn auch die möglichen Einstiegs- und Ausstiegsbereiche sich als negativ erweisen, dann wird die ganze Suche hier abgebrochen. Also wir sind 20.25 Uhr zur Person im Wasser alarmiert worden. Bei unserem Eintreffen hier in Wendlingen war die Situation so, dass vom Zeugen mitgeteilt worden ist, dass eine Person im Neckar schwimmend oder festhaltend gesehen worden ist. Die Person ist dann hier an der Einsatzstelle abgetrieben oder soll abgetrieben sein in Richtung Plochingen. Wir haben dann zwei Einsätze vorbereitet. Wir haben A mit unseren Strömungsrädern eine Suche von der letzten Sichtungsstelle flussabwärts in Richtung Plochingen durchgeführt und zeitgleich mit zwei Booten von Plochingen den Neckar aufwärts bis Wernau, bisher mit negativem Ergebnis. Die DLRG im Landkreis Esslingen war in der Summe mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Ja, der Neckar ist zum Baden insoweit schlecht oder ungeeignet, da es doch diverse, ich sage mal, Walzen, Buhlen oder auch sonstige Hindernisse im Wasser hat. Teilweise der Neckar auch schiffbar ist, das darf man auch nicht unterschätzen. Also von Plochingen dann bis Stuttgart in unserem Bereich dann entsprechend auch Schifffahrt gibt und die Gefahren werden dann einfach unterschätzt.